So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Turmoil. Und ja, jetzt nicht mehr das normale Spiel, sondern The Heat is On, das DLC davon. Ich hoffe, ihr habt Bock, genauso wie ich. Wir können hier eine neue Kampagne starten. Und das würde ich auch mal zeigen. Man kann hier so das Instrument spielen. Also, klingt natürlich schrecklich bei mir, aber vielleicht irgendjemand kann das vielleicht wirklich da irgendwas spielen. I don't know. So, wir haben auf jeden Fall jetzt hier neue Kampagne. The Heat is On, die wir starten können. Und wen wollen wir spielen? Also, ich muss ja schon sagen, wir müssen eigentlich Joshua weiterspielen, oder? Ja, ne? Wir hätten hier auch noch Kai. Hi, meine Familie kam wegen des Goldes nach Amerika, fand jedoch nichts. Aber nachdem nun das schwarze Gold entdeckt wurde, ist mein Weg vorbestimmt, erfolgreich zu sein. Blank ist wieder dabei. Und Isabelle haben wir neu. Hey ja, ich versuchte mein Lebensunterhalt als Kunstschützin in Rodeo-Shows zu bestreiten. Im Ölgeschäft verdient sich das Geld viel leichter und doch ist es manchmal praktisch, auf alte Fähigkeiten zurückgreifen zu können. Okay. Ja, nee. Ich glaube, wir bleiben bei Joshua. Einfach. Genau. Ne? Never change a running system und so. So. Willkommen in meiner Stadt. Ich bin hier der Bürgermeister. Gut zu sehen, dass es dich noch immer nach Öl dürstet. Davon gibt es viel in unserer Umgebung. Bitte folgt mir ins Rathaus, um ein Stück Land zu erhalten. Das erste geht auf mich. Okay, so, das ist die neue Map. Und wir haben drei Gebiete hier, also wahrscheinlich drei Folgen. Vielleicht mit einer Bonusfolge hier unten. Mal gucken. Achso, genau, ja, okay, gut, die brauchen wir nicht nochmal, die Vorstellung der Leute, genau. Ich werde dir ein, Stück Land zuweisen, das erste geht aufs Haus, okay. Gut, wir starten hier alle in so einer Reihe, okay. Und? Was kommt da denn an? Walter. Chuchu, es ist schön, dich wiederzusehen. Ich dachte mir, ich bringe ein paar vertraute Gesichter mit. Sie können dir helfen, im Handumdrehen deinen Förderbetrieb einzurichten. Okay, ja, wir haben ja ein bisschen Geld, ne? Also, sieht ja gar nicht schlecht aus. So, Rainer. Kehre zurück in den Sattel mit meiner Pferdestärke. Edward, der Erfinder in mir hatte eine brillante Idee, kauf all mein Zeug. Fred, du weißt, wo du hin musst, wenn es um deinen Bohrbedarf geht. Und William, ich habe ein Bankkonto für dich eingerichtet. Geld ist zum Ausgeben da, nur nicht alles an einem Ort. Okay. Ui, oh, wow, 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 wow. Okay, entspannt euch mal. Okay, die haben alle richtig viel ausgegeben. Was haben die sich gekauft? Pferde. Okay, sogar der Zähler hier, okay. Das Scannen. Alle Basic Scannen. Die Schnelligkeit der Maulwürfe. Maulwürfe an sich. Größere Maulwürfe. Gas. Größere, also nee, Schnelligkeit beim Bohren und Bohren, okay. Interessant. Ja, dann würde ich doch so mal sagen, wir gucken uns auch mal an, was wir uns hier holen können. Hier wird auch schon was Neues gebaut. Das gucken wir aber noch nicht jetzt an. So, William, ja, Darlehen oder so. Nee. Okay, also, wir können 7000 für Bohrerbreite, ja, definitiv. Verzweigung auch. Ja, den Bohrer durch Steinbohren auch absolut super wichtig.
Größe 3 weiß ich nicht, wie groß, also wie gut das erste Feld da sein wird. Ja, so Maulwürfe definitiv. Mehr Zellen auch. Gas auch. Tiefe Upgrade 1, Tiefe Upgrade 2, mehr Zellen und schneller. Und ja, dann noch den Scanner. Wollen wir auch noch die Schnelligkeit holen? Nee. Wir brauchen hier, glaube ich, ja, die Größe. Größe ist super wichtig. Ja, und 15 Pferde sollten, glaube ich, erstmal reichen. Das müssen wir uns aber dann direkt als nächstes kaufen. Genau, Schnelligkeit oder so ist hier, glaube ich. Also, wir würden es ein bisschen schneller finden, aber naja. Ja, auch nur zum Anfang da. Ich könnte ja auch nur mit Maulwürfen starten. Gut, dann sieht das bei mir so aus. Ich habe halt sehr viel Geld dafür ausgeben müssen, dass ich jetzt hier die Scanner-Tiefe haben will bei den Leuten, ne? Das haben die ja zum Beispiel gar... Also, ja, okay, sie hat auch... Sie ist nur auf Scanner gegangen. Aber die spielen mit Maulwürfen. Könnte man auch versuchen, ne? Maulwürfe sind ja auch nicht schlecht bei mir. Aber, mal gucken. Mal gucken. Gut. Dann würde ich sagen, dass wir anfangen. Mit dem ersten Gebiet im DLC von Turmoil. The Heat is on. Du kannst von nun an Gas nutzen. Verbinde Gasvorkommen mit Left oder Right Ink und siehe den Ölpreis steigen. Ja, das haben wir ja auch schon vorher gekonnt. Aber na gut. Für die Leute, die das vielleicht nicht ganz gespielt haben, die normale Kampagne, die direkt einfach nur den DLC spielen wollten, für die ist das nochmal erklärt. Auch wenn ich das nicht so als sehr sinnvoll empfinde, aber... So, okay, direkt zwei Sachen hier. Ne, drei sogar. Von jetzt an kannst du deine Plattform aufrüsten und durch Felsen bohren. Ja, okay, das weiß ich auch schon. Aber danke für die Erklärung. I guess. So, ja. Denk daran, dass dieses Upgrade nur für die Dauer des Levels zählt. Ja. Falls du zu wenig Geld hast, kannst du, geht das uns nicht allen ab und zu so, kannst du Darlehen für Zinssätze holen. Ja, genau. Darlehen gibt es auch immer noch. So. Also, ersten losschicken, zweiten losschicken und dritten losschicken. Und jetzt vierten. Ist ein grauenhafter Preis, aber naja, ne? Besser wird's halt manchmal nicht. Ich würde dann jetzt schon sagen, dass wir sparen, oder? Wir brauchen halt... Also wir können nicht so viel lagern, ist halt das Problem. Also wir können richtig wenig lagern, tatsächlich. Weil wir haben ja die Upgrades für die Silos noch nicht. Ja, das wäre vielleicht schlauer gewesen, am Anfang direkt zu kaufen. Mal gucken, mal gucken. Was das hier wird. So, erstmal auf einen besseren Preis warten hier. Ja, hab doch verkauft das schon mal. Weil der geht schon wieder runter.
Und ich kaufe mir dann mal ein paar Maulwürfe. Und guck mal, was hier so abgeht. Okay, hört mal wieder auf hier zu verkaufen. Okay, Gas, Öl, nochmal Gas. Ich glaube, die Wärme-Upgrades haben wir ja nicht, ne? Also das können wir noch nicht machen. Okay. Also sehr viel Gas und Öl hier noch, aber die Preise sind leider sehr, sehr schlecht. Verkauf mal bitte eben alle. Der Preis ist akzeptabel. $1,20 nehme ich liebend gerne an. Oh mein Gott. Was zum... Das ist ja extrem riesig da. Das ist ja so riesig hier. Und hier sehen wir schon etwas. Hier sehen wir rot. Das ist etwas Neues. So, ich würde sagen, den Rest lagern wir wieder ein hier. So. Dann schicken wir nochmal Maulwürfe los, glaube ich. Ja. Mal gucken, mal gucken. Okay, er hat da noch was irgendwo. Yep. Wie plane ich das jetzt? So? I don't know. Der letzte ist schon relativ nah hier am Ende. Ich glaube, der... Nein, der geht nicht. Der hat auch noch was gefunden. Oh. Ja, ich muss die Plattform aufrüsten. Ich weiß, ich weiß. Aber aufrüsten ist mir zu teuer. Deswegen mache ich das nicht. So. Hier ist halt echt sehr viel noch irgendwie, ne? Hm.
Ah, die Preise sind so schlecht. Ja, wir haben auch keine Pferde mehr. Also wir müssen jetzt verkaufen. Ansonsten läuft hier gar nichts mehr gleich. Was halt sehr, sehr schmerzhaft ist, unter anderem, ne? Oh. Ich glaube, wir müssen auf der linken Seite das mit dem Gas machen, oder? Müssen wir nicht. Aber wäre, glaube ich, schlau. So, das ist nicht mal das, was er hier gefunden hat anscheinend, oder was? Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ja, rauskriegen tun wir das nicht mehr alles, glaube ich. Wir sind schon im Oktober. Mein Netz sieht halt auch ganz, ganz schrecklich aus, ne? Hier. So, und das sinkt so langsam. Dann würde ich sagen, wir lassen mal so 2 noch verkaufen. Obwohl, das bringt auch nichts mehr, ne? Der Rest muss einlagern. Wie lange braucht der hier noch? Okay, der ist fast fertig. Boah, das ist sehr, sehr schwierig hier, ne? Weil wir halt nicht mehr alle Upgrades haben. Und dadurch, dass wir nicht alle Upgrades haben, sieht das hier alles ein bisschen schwieriger aus. Okay, der ist leer. Man könnte halt gucken, so ein bisschen Gas zu benutzen, um das hier noch rauszupushen. Und das werde ich auch machen. Achtung, Gas entweicht gerade aus der Anlage. Ja, ich weiß. So, und dann, wenn wir jetzt noch ein bisschen Öl fördern können. Und dann heißt es tatsächlich, dass wir hier jetzt losmachen müssen. Wir müssen die verbinden. Weil es ist November. So lange können wir nichts mehr hier fördern. Das ist ein sehr, sehr schwieriges erstes Feld gewesen, würde ich schon behaupten. Aber so ist das nun mal manchmal. So,
jetzt versuchen wir den Preis noch in die Höhe zu treiben im Dezember hier. Und dann war's das. Ja, $2,30 ist, glaube ich, schon gut. Einfach, also Hauptsache wir verkaufen alles. Ich will nicht wieder so super oft den Fehler machen, dass wir noch alles, also noch sehr viel Öl übrig haben, was wir nicht verkaufen können. Deswegen kann ich einfach hoffen, dass sie jetzt sich alle noch schnell bewegen. Gas haben wir ja definitiv noch genug. Also der wird definitiv noch steigen. Okay, mit 40.000 bin ich eigentlich schon zufrieden. 40.000 ist nicht schlecht. Da war Gold. Da war ein Goldnugget anscheinend. Okay, ja, 40.000. Ausgaben 18.000. Insgesamt 60.000. Sieht doch nicht schlecht aus, oder? Ich glaube, das passt tatsächlich. Von unseren Sachen hierher. Ja, 1,29 Ausgaben. Und da war Gold anscheinend. Sehr interessant. Nicht nur Diamanten, sondern auch Gold können wir jetzt bekommen. So, wie... Ja, okay, wir waren viel besser als die anderen mal wieder. Ich glaube, dass mit der Schwierigkeit wird sich hier auch durchziehen. Im Vergleich zum normalen Spiel. Dass das nicht gerade schwieriger wird. Und der neue Laden, Methods for Magma, hat eröffnet. Genau, Magma haben wir ja gerade gesehen. Das war das Rote da. Das war Lava. Einen wunderschönen guten Morgen von Jack. Ich heiße Jack. Wenn du Werkzeug für den richtigen Umgang mit Magma brauchst, bin ich dein Mann. Und hier können wir dann jetzt spezielle Upgrades holen. Anscheinend. Er hat hier einfach so ein Hähnchen, was er warm macht. Okay. Hitzebeständigkeit. Okay. Erlaubt das Bohren durch Magma hindurch. Ja, okay. Ich glaube, wir haben größere Prioritäten, als durch Magma hindurch zu bohren. tatsächlich, leider. Zwar Herdengröße nochmal. Ja. Ich glaube, die drei Upgrades waren es. Also waren das Wichtigste, was man machen kann. So, was hatten wir? Wir hatten eine 49, also ein richtig gutes Feld. Okay, im Gegenzug kannst du dir aussuchen, auf welcher Parzelle das nächste Jahr bohren willst. Wenn du an der Reihe bist, klicke auf ein... Ja, kennen wir schon. Man hat sich nichts geändert. Siehst du die Zahlen? Das ist, wie viel Öl es da gibt. Ja, genau. Ja, na klar wollt ihr dahin, ne? Da will ich aber auch hin. Ah, und ich musste gar nicht so viel ausgeben. Okay. Sehr schön. Gut, dann. Tipps haben wir nicht. Okay, dann geht's auf ins nächste Level direkt. So. Willst du sofort Geldmittel? Verkaufe exklusiv an Left oder Right Inc. und erhalte den Betrag auf dem Gebäude. Oh. Wir können Exklusivverträge abschließen. Dann können wir zwar nur noch hier verkaufen, aber kriegen sofort 9.000. Das klingt sehr interessant. Können wir das auch machen, nachdem wir schon einmal was an Riot Inc. verkauft haben? Ich weiß es nicht. Das müssen wir mal ausprobieren. Das ist Gas. Das ist Öl, ja. Okay. Ich meine, wir könnten... Okay, wir haben Gold gefunden. Das ist schon mal was Gutes eigentlich. Nur jetzt müssen wir leider ein Darlehen nehmen hier. Hallo? Hallo? Könntest du bitte dich darum... Könntest du bitte das
da nehmen? Oh mein Gott, die können das noch nicht. Die können das noch nicht einsammeln. Oh mein Gott, was war das für ein Start? Wir sind im Februar, Hälfte Februar, und wir haben noch nicht mal angefangen, Öl zu bohren. Ja, wir brauchen definitiv den Boost. Ich weiß, ich will halt noch nicht so Exklusivvertrag angehen, weil ich weiß noch nicht so, ob das so gut klingt. Okay, das ist noch mehr Öl. Sammeln wir das auch direkt mal. Das Magma. Oh, das war... Also wirklich, der Anfangsgeldbetrag war echt nicht schlecht. Das war ein sehr, sehr schlechter Start einfach. Okay. Jetzt müssen wir halt bei so grottigen Preisen verkaufen, ne? Ja, wobei, ganz verkaufen müssen wir nicht, ne? Weil das ist schon echt ein sehr schlimmer Preis hier. Ah, okay. Umso später man das, den Exklusivvertrag nimmt, umso weniger Geld bekommt man anscheinend. Okay. Beziehungsweise umso mehr man an der anderen Seite verkauft oder sowas. Weiß ich noch nicht ganz. Ja, wäre natürlich cool, wenn wir das Gold hier jetzt einsammeln könnten, aber naja. Schade, ne? Und, oh, guckt euch diesen Preis bitte an. Das ist ja ganz, ganz schlimm. Okay, hier steigt er jetzt so langsam. Das haben wir auch bitter nötig. So. Wir kaufen mal die größeren Wegen. Wagen. Wegen? Wagen? I don't know. So, und hier gibt es nochmal Gas ordentlich. Und nochmal eine sehr schön große... sehr schön großes Vorkommen. Und ich würde mal... versuchen wollen, da ranzugehen. Ja. So, hier ist noch was. Auch Öl. Mal gucken, ob wir da lang können. Und da können wir schon mal nicht lang. Okay, wir brauchen das Bohrer-Upgrade eh irgendwann. Also. So, wir haben 4000, ob mir das reicht? Naja, eigentlich nicht, ne? Also den Exklusivvertrag, das klingt tatsächlich eigentlich sehr gut. Sollte man vielleicht mal machen, dann danach. Also bei der nächsten Map vielleicht. Ja, da bohre ich eh schon hin. Das ist noch ein sehr großes Vorkommen, okay. Und das haben wir auch gesehen, okay. Ich glaube, ich will aber auf der rechten Seite verkaufen, oder? Erscheint mir schon irgendwie etwas logischer.
Gut, machen wir mal so. Weil der scheint ja noch sehr groß zu sein. Und der hat auch noch eine ganz schöne Größe tatsächlich, ne? Okay. Ja gut, dann... Ah, schon wieder gezwungen, hier was zu verkaufen für so einen schlechten Preis. Ja, so schlecht ist er nun auch nicht, aber... Also, es geht definitiv schlechter, aber... ja, gut ist er auch nicht. Also. Ja, dann verkaufe ich jetzt auf der Seite mal noch mal ein bisschen. Und dann nehme ich den Exklusivvertrag, glaube ich, hier auf der anderen Seite noch an. Obwohl, ja, der Preis ist halt echt schön, ne? Ne, ich nehme hier den an. So, möchtest du für 200 einen Exklusivvertrag mit Riot Inc. abschließen? Ja, mache ich. Ja. Okay, und der ist jetzt komplett zu einfach, okay. Ja gut, dann, wir sind September schon, okay. Aber für den Preis könnte man eigentlich schon verkaufen. Aber dann wird er natürlich jetzt sinken, ne? Okay. Man könnte natürlich auch, wir könnten jetzt sagen, yo, wir verbinden und lassen da das Geld reinfließen. Wartet mal. Weil da wird ja sowieso noch rausgepumpt. Wir pumpen da mal rein. Wir pumpen da einfach alles rein, was wir haben. Dann wird der nämlich jetzt schon mal hochgedingst. Und hier, dadurch füllen wir noch die restlichen auf. Ich glaube, das ist kein schlechter Call. Weil die können sich jetzt auch noch alle auffüllen. Und dann verkaufen wir für einen richtig schönen hohen Preis jetzt gleich. Ja, 3 Dollar jetzt schon. So. Alle verkaufen. Komm, macht ordentlich viel Geld. Das hier raus können wir bestimmt gleich noch rausziehen. Und da, das geht ja sowieso gerade noch. Gut, dass ich die getrennt habe. Also, dass ich die nicht direkt verbunden habe. Beziehungsweise, ja, okay, wenn wir die hier verbinden, hätten wir die geschlossen, ne? Weil das war ja eben noch das und das hier. Aber das sieht sehr, sehr gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Der Rest jetzt noch bei 2 Dollar verkaufen. Ja, okay, ich hätte schneller sein können, aber 65.000 schon. Ich glaube, das ist ein richtig, richtig gut hier für das Feld zumindest. So, und dann wird jetzt hier noch rausgefüllt, was da rausgefüllt werden kann. Wir müssen eh da verkaufen, weil wir ja dann doch den Exklusivvertrag noch genommen haben. Ja,
Doch, das ist doch ein sehr, sehr gutes Ende hier, oder? Wir haben alles rausgezogen, alles gefördert, dann und ja, verkauft dann ja jetzt auch gleich alles. Wenn die letzten zwei Wagen da jetzt noch verkaufen gehen. Okay, das war's. Wir können ein paar Tage vorher Schluss machen. Das war die Map. Wir haben alles. Sehr schön, sehr schön. Ja, wir hatten dieses eine Gold. Aber dafür brauchen wir dann wahrscheinlich auch das Diamanten-Holen-Upgrade, ne? 1,99 pro Fass. Sehr schön, sehr schön. Ausgaben 20.000. Ja. Genau. Ja, sieht doch sehr gut aus. 72. Vertrag mit Riot Inc. Steht dann hier auch nochmal als Bonus, okay? Und ja, 72.000, das sieht doch echt gut aus. Also fast 100.000 gemacht an reinen Einnahmen. Das sieht doch richtig gut aus. Da haben wir die anderen doch komplett mit zerstört. Sehr, sehr schön. Willkommen in Maves. Dies ist der Ort für Getränke, Geschäfte und die pikanten Dinge. Mave, okay. Sie hatten einen eigenen Saloon hier anscheinend. Okay. Ah, hier können wir die Dings angucken. Hier die schmierigen Geschäfte machen. Ja, hier, das ist ja natürlich sehr interessant, ne? Also, bei Riot Inc. 97 für 4.500 und dann können wir direkt den Exklusivvertrag da nehmen. Ich glaube, das ist richtig gut. Und Philipp ist neu. Möchtest du ein paar schnelle Scheine machen? Spiele mit mir das Spiel höher, niedriger. Okay. 2.000 ist der Sieg. Und 500 müssen wir einzahlen. Ja, okay. Ja, niedriger, ne? Genau, jetzt eine höhere Karte und ja, jetzt nochmal eine höhere. Nein, ah, schade, schade, schade. Okay. Also so extra Geld können wir damit machen, okay. Ja, na gut. Und Methods for Magma. Nee, wir müssen erst, oh, die können auch Magma aufspüren. Aber bringt ja nicht so viel, oder? Jetzt gerade. Ich hätte halt gerne, dass sie die Dings da aufspüren können. Die verschiedenen... Also dieses Gold da. Oder halt, vielleicht gibt es auch wieder Diamanten. Das wäre sehr schön. Ja, was hätten wir hier noch? Ein Super Silo noch nicht jetzt. Ich glaube. Schnelligkeit bei beiden. Und. Also, ich meine, wenn die Magma aufspüren, können wir trotzdem. Also können wir besser drumherum bauen. Ich glaube, das ist dann doch schon hilfreich. Aber dafür 10.000. Ich gehe einfach mal darauf, dass wir ein gutes Feld als nächstes finden werden. So. Gut, dann Landauktion. Oh, 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 oh. Ja, hier will ich hin, ne? Hier bei dem Feld. Aber da wollen natürlich auch die anderen hin. Mal gucken. Das Feld muss auch noch richtig gut sein. Und das hat er sehr günstig bekommen. Schade. Ja, aber ich glaube, ich bin, da bin ich einigermaßen zufrieden. Du wirst Magma schnellstmöglich für dich nutzen wollen. Lass dir von meinen Maulwürfen helfen. Okay. Ja, aber wir können da ja noch nichts mitmachen. Also, wir können durchbohren mit dem Upgrade, aber das ist doch keine Hilfe. Hm. Naja. Und hier wird auch noch was gebaut. Also, nächste Runde werden wir nochmal was finden können. Um ungewünschten Austritt von Öl und Gas zu verhindern, kannst du jetzt Anschlüsse schließen, noch bevor die Leitungen fertig sind. Ja, das konnte ich doch auch vorher, oder nicht? So, wir nehmen auf jeden Fall hier diesen Exklusivvertrag. Ich hoffe, das ist kein Fehler, den direkt am Anfang zu nehmen.
Oh mein Gott. Das sieht ja jetzt schon so lecker aus. Das sieht ja jetzt schon so lecker aus. Wow. Das ist ein richtig, richtig guter Start. Ja, mit den extra 900 Dollar konnten wir natürlich jetzt auch nochmal ein bisschen mehr was kaufen. Ich glaube, das könnte ein richtig guter Start gewesen sein. Also insgesamt. Ja, der Preis ist auch jetzt schon gut hoch. Das nehmen wir doch sehr gerne an hier. Das ist ja ein Geschenk. Und noch mehr. Okay. Gut, dann Maulwürfe, zeigt mal, was ihr könnt. Okay, da unten ist noch was. Hier ist Gas wieder. Da ist Magma. Hier ist noch was. Nochmal Öl. Okay. Okay, Gas ist hier mehr auf der Seite leider. Aber auch nicht so schlimm. Weil wir können ja immerhin noch hier so verbinden und dann eine Linie nach da außen hin tun. Ja. Aber das sieht mir bisher nicht nach so viel Öl aus. Und das ist halt jetzt gerade doof, ne? 1,30 hier auf der Seite. Wäre natürlich sehr lecker. Es geht aber leider nicht. Ich würde gerne mein Öl speichern, gerade. Ja. Aber wir haben einen guten Preis hier. Man könnte halt schon anfangen, hier einmal lang zu bauen, um das ganze Gas schon mal auf einer Linie zu haben, aber naja, also ist ja eigentlich, da ist noch was. Oh, okay. Man könnte das Gas auch unten lang führen, dann könnten wir gleichzeitig, wenn wir das Gas rausholen, auch noch was fördern. Aber ich glaube, das wird hier nicht so das Problem sein auf der Map, ne? Und jetzt ist es halt eben ein bisschen doof. Okay, du hast hier auch noch was gefunden. Da ganz unten. Okay. Bisschen sehr abseits noch, ne? Aber na gut. Oder da, warte mal.
Okay, das ist Öl. Das ist auch Öl. Also beides nochmal Öl. Ja, wir sind erst im Mai. Eigentlich passt das. So. So. Oh, da ist halt jetzt interessant, wo das ist, ne? By the way, die sind immer noch hier. Bedeutet das, dass hier noch was ist, oder? Ja. Okay, dann verkauf nochmal hier ein bisschen. Und der Preis ist hier schon wieder 1,30, ne? Also, ach Mann. Oh, warte mal. Kommen wir gar nicht lang. Müssen wir so machen. So. Da haben wir den geschafft. Aber was hat er denn hier noch? Oh mein Gott. Ja, mach mal so. Mal gucken. Jetzt sollte hier aber nichts mehr sein, oder? Nicht mehr verkaufen. Sorry. Habe ich wieder vergessen auszuschalten. Da hast du auch noch was? Wie viele kleine Pockets gibt's denn hier? Wow. Das ist echt crazy. Ja, die sollten wir ja leer kriegen, ne? Mal gucken. So, mehr lagern können wir jetzt auch gleich nicht mehr. Aber Gas gibt es ja hier viel mehr, ne, als in der anderen Map. Beziehungsweise, also, ne, also größere Vorkommen halt einfach. Okay. Ja. Sieht doch nicht schlecht aus. Ich würde gleich schon wieder dieses Early-Verkaufen machen. Also früh verkaufen und dann den Rest dann halt nochmal danach fördern wollen. Aber erstmal halt noch ganz viele Pferde kaufen. Wobei, ne? Der Preis steigt halt jetzt auch gerade, ne? Komm, wir machen das wieder, so wie letztes Mal. Ja, die Linie steht ja schon, ne? Gut, dann mach mal zu. Mach mal auf. Und treibt den Preis in die Höhe.
Und dann verkauft. Verkauft alles so schnell ihr könnt. So kriege ich es auch immer hin, dann wirklich alles so verkauft zu haben für guten Preis. Und ja, danach hole ich dann halt einfach nur nochmal das raus, was da noch übrig ist und so. Also das passt eigentlich immer. So, wie hoch wird unser Ertrag sein? 60 wieder? 60 wird, glaube ich, schwierig zu bekommen. Obwohl, wir verkaufen halt für 30 so gerade. Deswegen, ja, das passt eigentlich schon, ne? Ich glaube, wir brauchen das Schnelligkeits-Upgrade echt noch sehr dringend. Okay, ja, 60k definitiv bekommen. Sehr schön, sehr schön. Sehr, sehr schön, ja. 70k. Preis sinkt zwar jetzt gerade schon. Achso, warte, wenn der sinkt, kann ich ja jetzt auch schon starten wieder, oder? Okay, es war anscheinend wohl noch ein bisschen insgesamt da. Aber, also in den Rohren ein bisschen Gas, aber an sich lief das gut. Alles Gas haben wir verbraucht wahrscheinlich. Jetzt ist halt die Frage, ob wir das mit dem Öl noch hinbekommen, ne? Mehr als fördern können wir nun halt nicht mehr. Ein Monat noch Zeit. Okay, nicht ganz. Nicht ganz geschafft. Aber was war das denn hier? Hier haben wir Quarz? Sieht so aus wie Quarz, ne? Wir müssen echt irgendwo das Upgrade herbekommen, dass wir die rausholen können. Weil wenn wir dann welche finden, ist natürlich cool, wenn wir die dann auch rausholen können. So wie mit dem Geld, Gold im zweiten Level. Gut. 2,25, sehr schön. Ja, 0 hier, weil wir gar nichts da verkauft haben. Ja, das lief doch echt gut. Sehr schön, sehr schön. Gut. Dann gucken wir. Ja, guckt euch das an. Fast 100k gemacht. Die anderen können ja gar nichts dagegen tun. Kommt zu Anthonys Untergrund. Okay. Für den richtigen Umgang mit den besonderen Sachen, die unter der Erde schlummern. Okay, das ist... Jetzt kriegen wir es, glaube ich. Anthony hat ja früher die Diamanten genommen, um uns gute Felder zu zeigen. Und jetzt nimmt er auch noch andere Sachen anscheinend. Gold, Quarz und Silber. Aha. Und Infos wähle einen Schatz aus. Okay. Gold wiegt etwa 19 mal so viel wie Wasser. Okay. In Gebiet 1 gefunden. Okay. Das findet man alles in Gebiet 1. Also wahrscheinlich geht das hier noch runter und man findet noch mehr. Hier sieht man so kleine Sachen. Es gibt 9 Sachen, die man finden kann. Und was ist das hier? Goldnugget, Verkauf. Also... Ah, okay, wir können... Also ich habe jetzt 5000 ausgegeben und dafür haben wir uns ein Goldnugget gekauft. Ah, okay. Und wahrscheinlich können wir das auch nochmal verkaufen dann. Also, dann steht der Einkauf oder so. Okay, okay. Aber das zeigt ja jetzt noch nicht, dass wir die, also, wir können die ja noch nicht, Schätze. Ja, okay, das Upgrade habe ich gesucht, genau. Mit diesem Upgrade werden Maulwürfe verborgene Schätze ausgraben. Sehr schön. Okay, es gibt auch irgendwie so eine Tiki-Maske anscheinend. Schnelligkeit für die, ja, wäre nochmal interessant, aber am wichtigsten ist die Schnelligkeit hier. Genau, sehr schön. Und breitere Rohre möchte ich auch gerne haben. Ich weiß nicht, ist Super Silo schon so hilfreich? Ich glaube, die Schnelligkeit bringt uns im Endeffekt etwas. Und... Ja, Super Silo wären doch echt viel, ne? Nee, dann lasse ich erstmal. Okay. Landauktion. Was haben wir hier? Wir hatten eine 43. Okay, ja, dann wollen wir da hin. Na, und da wollen auch alle hin. Aber sehr schön, sehr schön. Wir haben es bekommen.
Sollte noch das höchste Feld sein. Also vielleicht ist das auch nochmal eine 43 oder so. Das werden ja wahrscheinlich eher so 30er sein. Hilfe beim Bergen vergrabener Schätze nötig. Meine Maulwürfe leisten diese Kunststücke. Okay, dieses Kunststück. Ja, das haben wir ja schon gekauft. Okay. Die haben sich auch etwas mehr gekauft. Aber wir sind da noch weit voraus. Schuppmann hat auch noch gar niemand was gekauft. Okay. Ich muss sagen, noch drumherum zu bauen ist ja easy, glaube ich. Also, ja, kommt drauf an, wo die sind. Ja, aber. Okay, Saloon, Philipp, höher oder niedriger? Ja, okay, können wir das immer spielen, oder wie? Für 500 ist es ja, es geht ja easy. Höher. Ist Ace höher oder niedriger? Es ist, okay, Ace zählt als 1, okay. Ja, weil es könnte ja auch als 11 zählen oder so. Aber nein, es zählt als 1, also ist Ace die niedrigste Karte. Und damit haben wir 2000 gewonnen, also 1500 Profit einfach. Sehr schön. Ja, das ist nicht so cool und das auch nicht. Okay. Gut. Dann ab zum nächsten Ort. Mal gucken, was wir hier finden werden. Okay. Ja, kein schlechter Start, würde ich sagen. Zwei Öl. Also, okay. Also, die Rohre kosten halt viel. Aber an sich gar nicht schlecht, glaube ich. An sich gar nicht schlecht, nee. So, das sollten wir auch unter Kontrolle haben hier mit dem Verkaufen. Okay, ja, stellen wir einen zweiten Bohrturm auf, glaube ich. Ja, müssen wir ja, ne? Ah, das extra Geld am Anfang, das carryt halt auch schon schön, ne? Ist schon echt hilfreich. Aber ich muss sagen, wenn man den Exklusivvertrag nimmt, ist es auch was richtig Gutes. Weil dann kann man ja auch nur auf der einen Seite verkaufen. Also dann geht man, kann man ja alles auf diese Seite bauen, so, ne? Also wenn man jetzt hier den Vertrag hat. So. Da gehen wir wieder runter. Wir lagern mal ein in die nächsten Sachen. Und wir gucken mal, ob die Maulwürfe was Schönes finden. Dafür haben sie Lava gefunden wahrscheinlich. Da auch. Da ist Stein. Eieiei. Ja, gut. Bisschen bessere Ausbeute. Sehr cool, das ist nochmal Lava. Okay, ja, jetzt muss ich dann schon ein bisschen da drum herum bauen, ne? Ja, mal gucken, wie das gleich aussehen wird. Also ich glaube, den hier in der Mitte, den kann ich von hier oben nach da unten ziehen. Das sollte, glaube ich, kein Problem sein. Okay, so, hier haben wir auf jeden Fall das gefunden. Genau, hier ist da Schluss. Okay. So, und wie sieht es hier aus?
Ja, noch ganz gut. Das war da schon drinnen, ne? So, was ist das hier unten? Öl nochmal, okay. Mal gucken, mal gucken. Aber ich denke, das hat Potenzial hier. Das Feld. Das hat echt gutes Potenzial, glaube ich. Und ja, wir nehmen den Exklusivvertrag auch wieder. So, von nun an kannst du die Geschwindigkeit deiner Wagen erhöhen. Yep, wissen wir. Nur für das Level, wissen wir auch. Gut, schicken wir nochmal zwei los, um zu gucken, ob wir hier noch was haben. So. Ist doch kein Lava hier, oder? Nein, ist es auch nicht. Ach du Kacke. Ist es tatsächlich auch nicht. Ich wollte gerade sagen, also das sah nicht so ganz wie Lava aus, ne? So, du hast da noch was gefunden und der andere? Ich habe doch zwei Pfeifen hören. Ihr pfeift hier so rum, du. Oh. Sehr schön. Ah, würde ich halt durch Lava bohren können. Hätte ich jetzt hier so verbunden, dass ich hier einen hin tue. Den kann ich dann im Endeffekt schließen. Dann lasse ich den da verbinden, tue hier rüber, nehme den mit. Und hier gehe ich hier einmal unten rum und dann hier hin, mache den noch und dann kann ich den verwenden. Ich glaube, das wäre nochmal krasser gewesen, aber geht leider nicht. Geht leider nicht. So. Das haben wir schon mal verbunden. Du bist gerade im glühend heißes Magma gestoßen. Gehe zu Jack, um die Rohre hitzebeständig zu machen. Er wird auch erklären, wie sich die Wärme zu deinem Vorteil nutzen lässt. Oh, wo? Da. Oh, okay. Dann machen wir das so. So, ich wollte nochmal Maulwurf losschicken. Hätte ich Geld.
Oh, Leute. Das Ohr läuft über. Ja, das habe ich auch selber bemerkt. Ich würde sagen, wir machen mal... Ja, genau. Ihr nehmt noch mal ein bisschen auf. Und dann verbinde ich mal hier eben. Und dann wird hier aufgemacht. Ich hab kein Geld. Ich hab kein Geld dafür. Okay. Ja, das können wir dann gleich machen. Okay, so. Das geht da alles rein. Sehr schön, sehr schön. So, haben wir jetzt hier keinen Schatz mehr auf der Dings, oder wie? Also, ich fühle mich verarscht leicht. So, sie sind schneller. Also müssen wir vielleicht noch nicht so früh verkaufen. Aber ich würde dennoch sagen, dass wir relativ früh verkaufen, weil wir wollen ja auch noch alles verkaufen hier. Für einen guten Preis. Komm. Haut mal alle jetzt raus hier. 3 Dollar wird, glaube ich, nicht schlecht sein. Wir sind im September, so haben sogar noch Zeit. Ich weiß nicht, die ersten Gebiete, also ich will es jetzt nicht jinxen, ne? Aber die ersten Gebiete kann ich eigentlich immer gut. Also kriege ich eigentlich immer gut hin. Aber mal gucken, es kann sich ja auch doch noch ändern hier. Das kann sich ja doch noch ändern hier. So, dann machen wir das hier wieder auf. Und ja, mehr als verkaufen können wir jetzt nicht mehr, ne? Ja, der Preis sinkt natürlich drastisch hier. Oktober. November. Ja, das ist schon sehr gering hier jetzt gerade, ne? Also. Ja, na gut, okay, sinkt so oder so nur noch. Okay, wir haben es aber geschafft. Sehr schön. Wir haben hier alles rausgeholt. Das Quarz haben wir leider nicht entdeckt. Aber na gut, es geht eigentlich. Dann haben wir 23.000 ausgegeben. Und 24.000 davon an Rohren. Das ergibt keinen Sinn. Das verstehe ich absolut nicht. Wie können wir insgesamt 23.000 ausgegeben haben und 24.000 davon waren für Rohre? Das ist, glaube ich, falsch. So, wir haben für fast 2 verkauft. Genau, relativ früh hier. Da ging es dann schon wieder hoch, tatsächlich. Den kompletten... Also wir haben von dem höchsten an bis zur fast nächsten Höhe wieder den Geldbetrag erhöht. Und ja, okay. Gut. Dann, ey, also fast 100.000 gemacht. Das nehme ich sehr, sehr gerne an. Alles gefunden im Level.
Ja, ich hätte ein bisschen weniger ausgeben müssen. Dann hätten wir vielleicht die 100k Profit gehabt. Aber ihr kennt mich. Das ist eh egal, weil die anderen nichts hinbekommen haben. Also, wenn ich fast 100k mache und die gerade mal ja, 10k, 15k, nicht mal 10k. Also, das sagt, glaube ich, schon alles aus. So, tritt der Untergrundbewegung bei und hilf mir, alle versteckten Schätze zu finden. Es ist ein sehr lohnenswertes Geschäft. Ah, okay, für 1000 könnten wir es verkaufen jetzt. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Da habe ich keine Lust drauf. Nee. Okay, so durch Magma bohren. Ist, glaube ich, sehr gut. So, was ist das hier? Verbinde dein Rohrsystem mit Magma, um die Wärme. Und die Wärme wird den Ölfluss erhöhen. Oh, sehr cooles Upgrade. Was hat sich dahinter versteckt? Ah, okay. Ja, natürlich müssen wir erst in Lava bohren können, damit wir das dann auch nutzen können. Ja, das ergibt schon Sinn. Okay. Pferdegröße hätten wir hier. Scannergröße hätten wir da. Und Supersilo haben wir hier. Der Schnelligkeit holen wir, glaube ich, auch. Einfach nur, damit wir es haben und dann könnten wir es vielleicht mal nutzen. Landauktion, wie sieht's aus? Eine 51 haben wir hier gehabt. Sehr, sehr schön. Da habe ich ja dann doch auf das richtige Feld gewartet. Und ich würde auf das hier unten gehen wollen. Ah, das wird wahrscheinlich wieder höher sein, ne? Gehen wir hierfür oder dafür? Also hier haben wir halt eine 42 und eine 39. Also ist das wahrscheinlich. Also entweder das ist ein niedrigeres Feld oder ein höheres Feld. Weil sonst wäre. Also ja, muss ja höher sein, weil sonst wäre das hier nicht 42 und das auch. Oder? Okay, hier haben wir die 51, also wird das wahrscheinlich ein 40er sein. Also ein safe ein 40er. Ich gehe mal dafür. Okay, und sie geht dafür. Ja, okay. Wäre ich hier nochmal überboten worden, dann wäre ich dahin gegangen. Ich glaube, damit hat sie, also Isabelle, einen echt guten Dings gemacht. Echt sehr, sehr guten Fang. Weil es sehr, sehr günstig war. So, Philipp. Ja, der ist hier immer anscheinend. Gut, dann, ja, spielen wir. Wir würden sagen, höher. Gut, das war ein kurzes Spiel heute. 77. Nee, 71. Ah, das ist ja noch schlechter. Nee, machen wir nicht. Deswegen 77 und 71, das ist beides super schlecht. Obwohl 77 für einen und. Ja, doch, komm, das machen wir doch. ja, genau, hier waren wir drinne. Das ist ja alles nur. Aber war das ja ein Schnapper mit dem 4900, ne? Naja, mal gucken. Ich hoffe, dass wir da alles zusammenkriegen. So. Wenn du ein Rohrsystem mit Magma verbindest, wird die Wärme den Ölfluss beschleunigen. Sehr schön. Dann hoffe ich mal, dass wir das auch nutzen können. Dieses Deck doppelt irgendwie was. Ja, dann würde ich das auch mal nutzen wollen. Plattform aufrüsten, um schneller zu bohren. Yep, das weiß ich. Warte. Der geht weg. Nee, so viel wollte ich schon nicht mehr ausgeben. Ach, da direkt drunter. So, wir graden ab, weil dann kann er, also dann steigt das hier nicht so hoch. Dann passt das mit
drei Pferden bis jetzt. Komm, verkauf noch mal eben schnell bitte. Ja. Geht ganz schön knapp hier. So ein großes Rohr ist natürlich auch große Responsibility. Aber ihr müsst da auch noch mal verkaufen. Weil wir uns jetzt erst hier ein Silo leisten können. Und dann geht einfach mal direkt auf die andere Seite über. Ja. Ha, ich bin schon echt... Also okay, der sinkt halt nicht unter 74, aber eigentlich, wenn wir hier schon angefangen haben zu bauen, ist es auch schlauer dazu, oder? Ha, ich... Ah nee, warte, doch, der sinkt. Und... Warte, welchen Preis haben wir gekauft? Warte mal, Leute, welchen Preis haben wir nochmal gekauft? So. Genug Pferde sollten wir haben jetzt erstmal. Ja. Das scheint halt sehr groß zu sein hier, ne? Ja, sehr, sehr groß. Okay. Gut, dann fangen wir mal an mit den Maulwürfen. So, hier ist Magma. Also wenn wir jetzt sagen, dass wir da noch reinbohren, dann kriegen wir da richtig, richtig viel raus, oder wie? Anscheinend. Dann hätten wir gar nicht so Dreierrohre gebraucht, vielleicht. Okay, ja, aber da eine Linie ins Baum bringt halt jetzt auch nichts mehr, ne? Also, irgendwie wüsste ich zumindest nicht, dass es irgendwas bringen soll. Müssen wir jetzt erstmal warten. So, wo hat er was gefunden? Da und da. Ja, toll. Die habe ich beide schon. Mann. Leute. Ihr checkt auch gar nichts, oder? Hier ist aber auch viel Lava übereinander. Könnte man auch noch mal ausbauen dann gleich, ne? Beziehungsweise ich würde halt auch gerne mal das mit dem Dings probieren mit der Lava hier. Oh, da ist noch mal Dings. Dann noch mehr gefunden, okay.
Ja. Sieht sehr cool aus. Und da geht dann jetzt schneller das Öl auch raus, oder wie? Okay, ja. Lohnt sich dann ja eigentlich schon sehr. So, hier soll noch was sein. Mhm. Stimmte. Und das ist auch noch mal was. Gut, dann machen wir mal so. Wie verbinden wir die beiden Seiten? Weil wir müssen ja schon... Ich würde da... Wenn wir die eh verbinden, können wir auch hier verkaufen. Und ich meine, wenn wir die eh verbinden, dann können wir auch hier die Lava nutzen. Oder? Oder seht ihr das anders? Ich denke nicht, oder? Gut, gut, gut. Aber sehr schön, dass das kein Upgrade ist, das zum Beispiel nach dem Stein kommt, das mit der Lava. Weil ansonsten, das wäre sehr, sehr nervig. Das wäre sehr, sehr, sehr nervig. Ich glaube, ich würde es so machen wollen. So, wir haben wieder nicht gefunden, wo das war mit dem... Also, wo der Schatz ist, ne? Und ich glaube, auf jeder Map ist ein Schatz, weil wir hatten das... Also, das wurde ja nicht gekennzeichnet, dass da explizit einer war und wir hatten welche, also... Ist es Stein, oder? Yep. Ah, lieber auf Nummer sicher gehen. Gut, gut, gut. So. Ja, ich würde sagen, wir warten darauf, dass die Seite hochgeht. Na. Wir warten darauf, dass die eine Seite hochgeht, weil wir haben die Silos halt auch in der Nähe davon gebaut und so. Und deswegen, ja. Nehmen wir einfach das. So. Hier gibt es ja eh kein Öl mehr. So, wir sind durch. Mit Öl. Und mit Gas wahrscheinlich auch, ne? Gut, ja, dann warten wir auf einen besseren Preis. Aha, dann war das doch doof, dass wir da jetzt, oder? Ah, ne, okay, es steigt, es steigt, es steigt. Sehr schön. Sehr schön. Es steigt. Ist doch perfekt. Geht auch mehr Gas durch so ein Rohr, wenn das Rohr größer ist? Das weiß ich gar nicht tatsächlich. Gut, dann würde ich sagen, wir hauen hier mal links rein. Was ist falsch? Da?
Ja. Dann verkauf mal alle. Ich glaube, das sollte reichen mit der Anzahl an Pferden. Für das Öl, was die hier haben. Jawohl. Na komm, nee. Ich will keine Risiken eingehen. Deswegen nochmal ein paar mehr Pferde kaufen. Und alles verkaufen an Öl. Los, 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 Leute. Wir brauchen ganz, ganz, ganz viel Geld. Let's go. 22, 23, 24. Es steigt immer noch. So, jetzt ist das Low erreicht. Wir haben wieder 60k gemacht. Sehr schön. So, ich habe noch alles Gas rausgelassen. Wir können vorher beenden. Vor dem 31. November. Bedeutet, dafür kriegen wir auch noch einen kleinen Bonus und das Bild war auf einmal weg, okay. Okay, da war doch nochmal Quarz. Ah, okay. Ja, na gut. Ist halt immer so die Frage, ob man das dann findet, ne? Aber an sich war das doch ganz gut. Wir haben 21.000 ausgegeben. Wir haben für 2,42 im Durchschnitt verkauft. Haben damit einen Profit von 70.000 gemacht. Frühes Beenden, alles gefördert, alles Gas gefördert, alles Öl verkauft, Exklusivvertrag auch noch ein bisschen für die Ölaustrittsschlafe, aber naja, gut, das lief sehr schön, würde ich doch behaupten. Ja, gut, 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 gut. So, wie sieht's bei den anderen aus? Ja, sehr schön, sehr schön. Also, für uns sehr schön, dass bei denen nichts läuft. So, wir gucken als erstes mal hier rein. Er kauft ein Goldnugget für 7.000. Das ist ja nichts. Das ist ja nichts. Aber hier für 5.500 Quarz kaufen? Ich meine, wie ist das, wenn wir nicht, also wenn wir im Gebiet 2 sind? Dann können wir ja die Sachen aus Gebiet 1 nicht mehr kriegen. Können wir die dann nur noch kaufen? Weil dann würde ich für 7.600 hier das auch noch kaufen. Weil das ist ja nichts dann, ne? Oder hoffen wir auf einen besseren Preis? Gerade war es halt irgendwie so 14.000, ne? Das war ja, also das ist ja viel zu viel dann. Ich glaube, ich kaufe einfach nur, um sicher zu sein. Mal gucken. Gut, das nächste Feld, die nächste Landauktion. Ich meine, wir haben ja noch einige Felder, aber bisher haben wir halt auch noch kein einziges gefunden. Also, ja, ne? Das war tatsächlich das bessere Feld. Okay, interessant, sehr interessant. Für welches Feld gehen wir dann? Ja, das hätte ich auch gesagt. Das oder das. Ja, dann, wen wollen wir abfacken? Wer hat denn weniger Geld? Kai hat weniger Geld. Ja, dann nehmen wir das Feld. Okay, ich will Kai trotzdem abfacken. Gut. Er will wo ganz anders hin. Mal gucken, ob er da vielleicht was Gutes findet. So denkt er sich wahrscheinlich. Tipps, kostenlose Tipps, jetzt im Rathaus erhältlich. Ah, jetzt haben wir doch Tipps noch bekommen. Interessant. Dann gucke ich mir das mal an. Kostenlose Tipps. Oh, okay, wir haben schon einige anscheinend. Du kannst von nun an Gas nutzen. Okay, also standardmäßig Gas nutzen anscheinend. Das ist es einfach. Weil wir haben ja nicht die Gas-Upgrades geholt. Durch Nutzen des Leitfähigkeits-Upgrades, kannst du den Ölfluss beschleunigen. Ja, sieht man. Geht schneller hoch. Aber so viel schneller ist es doch auch gar nicht, oder? Ja, und obwohl doch. Zweifach schneller, glaube ich, oder? Oder 1,5 mindestens. Genau, Exklusivverträge, ja, haben wir auch schon gemacht. Hast du Probleme mit austretendem Gas? Wenn du ein Gasvorkommen anbohrst, klicke auf den Anschluss, um die Leitung zu schließen. Okay, sehr, sehr einfache Sachen bis jetzt. Also sehr Sachen, die man schon wissen sollte eigentlich, glaube ich. Gib deinen Maulwürfen eine spezielle Ausbildung, dann können sie das, die Sachen rausholen, ja. Kannst du nicht all die unterschiedlichen Schätze selber finden? Gehe zum Marktplatz für Schätze und kaufe sie dort ein.
Ja, aber da war das ja ein Schnäppchen, was wir gemacht haben, wenn wir hier so 32.000 sehen. Ist ja viel zu viel. Falls du kein Öl in aufgedeckten Boden unter einem winkenden Wunschelroutengänger siehst, dann müssen wir warten, bis der Boden steigt. Genau. Wenn du einen Wunschelroutengänger mit allen Tiefen ab... Ja, komm, das wissen wir auch. Das ist der gleiche Tipp, den wir sowieso schon mal hatten. Okay, ab zu Philipp. Und wir spielen etwas. Ja? Hä? Warte. Also zählt... Hä? Ich habe doch niedriger geklickt, oder? Oder habe ich höher geklickt? Habe ich höher geklickt? Oh mein Gott, dann war ich echt braindead gerade. Oh Mann. Okay. 90? Ja. Doch, 90 nehme ich schon an. Dann können wir auch direkt den Exklusivvertrag nehmen. Komm, das kostet 5.000. Wir nehmen das. Größere Scanner. Ich meine den Timer vielleicht noch. Den Timer könnten wir noch nehmen. Naja, nee, wir nehmen Herdengröße, weil vielleicht brauchen wir das irgendwann dann mal später oder so. Und dann ist es wichtig. So, hier gibt es nichts Neues, ne? Nee. Okay, gut. Dann können wir starten ins nächste Level rein. Okay, ja. Oh. Ach, wir haben bei Left gekauft, nicht bei Right Inc. Okay, ja, dann habe ich das falsch gesehen gerade. Dann wird das tatsächlich anstrengend mit dem Lagern und so, oder? Naja. Wir kaufen hier direkt mal den Exklusivvertrag, weil dann können wir mehr sammeln und so. So. Okay. Gut, niedriger als 90 wird es ja sowieso nicht. Deswegen können wir auch hier ruhig gerade verkaufen. Und ich glaube, ich mach mal so. Also, ich meine, wir können ruhig verkaufen, weil wir sowieso das Geld brauchen. Ne? Also, besser als 90 wird es halt nicht. Schlechter als 90, so. Also, besser hoffe ich doch noch. In der Runde irgendwann mal. Das wäre schon sehr schön. Ja, da kriegen wir, da müssen wir den Turm dann danach bauen, ne? Na gut. Jetzt erstmal gucken, wie das aussieht mit den Maulwürfen. Würde ich behaupten. Ja, doch. Ich will hier noch einen haben. Obwohl, 21 können auch alle verkaufen gehen. Mhm. 21 ist ja echt nicht schlecht. So. Dann Green Red
den mal ab. Der kommt da so hin. Ja, Lava haben wir noch gar nicht gefunden. Neue Sachen, also neue Lager. Ist hier keine Magma oder wie sieht das hier aus? Was ist hier los? Doch, hier ganz unten. Aber für den brauchen wir das nicht so sehr, ne? Hier wäre es irgendwie hilfreicher. Hier in der Nähe, unten. Oder soll ich das machen? Ich weiß nicht so recht. Ich würde hier halt lieber ausbauen einfach. Ja, mache ich auch. War das schon alles an Öl? Ja, 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 dann ist ja echt nicht so viel mehr, ne? Okay, okay. Oh, hier ist ja auch kein Gas. Also dann ist ja sehr gut, dass wir das hier so machen. Aber auch nicht so viel Gas in dem Feld hier insgesamt, ne? Also. Ja, das Feld insgesamt ist irgendwie nicht so gut. Ach, schade. Hier unten soll Lava sein dann wieder, oder was? Naja. Genau, das ist auch noch Lava. Das ist auch Lava. Ja. Ich will nochmal einen verkaufen gehen, sagen, tun. Einfach nochmal für zwei extra. Okay, jetzt gerade ist er am Steigen. Wollen wir jetzt schon verkaufen? Ich weiß nicht. Wird sich das schon lohnen? Hier ist halt noch ein bisschen drinnen, ne? Aber 1,10 und dann steigend. Ja, komm, wir verkaufen. So, wir müssen den schließen, den öffnen und dann den auch gleich öffnen. Wir haben halt eh nicht so viel Gas. So, so, so. Oh, da ist noch Gas. Ja, okay. Dann kaufe ich nochmal ein paar Pferde. Okay, nee, ich muss gucken, wie groß der ist. Hallo? Okay, ja, doch. Da ist schon ein bisschen starten und dann. Ja.
Wäre halt cool, wenn wir hier einen geschlossen hätten haben können. Und dann hätten wir hier schon wieder weiter pumpen können, aber naja. Ging leider nicht. Man könnte eigentlich immer so einen runterbauen, noch einen runterbauen. Und hier oben dann vielleicht so Öl ranbauen und dann an den unteren dann Dings ranbauen. Wie heißt es? Wie heißt es denn? Gas. Aber das wurde entfallen. Was lohnt sich mehr? Das hier für 300? Oder das hier auch für 300? Ja, dann das wahrscheinlich, oder? Ja. Hier wird auch nichts mehr sein. Das glaube ich nicht. Ja, der Typ ist weggegangen. Hier brauchen gerade nicht alle verkaufen. Also, ja, okay, doch, jetzt schon, weil ist ja eh das Ende. Gut, dann hören wir tatsächlich im Oktober auf. Ja, warte, zwei, drei Leute haben noch was. Ah, okay, vielleicht doch nicht ganz mehr Oktober, weil die holen da immer noch was raus, weil, ach so, hier ist, ach, die sind noch offen. Ja, okay, da ist aber auch fast nichts mehr dran. Okay. Okay, dann können wir aber wieder vorher aufhören. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja. Oh, das habe ich noch zu. Deswegen kam da auch nichts raus. Deswegen gehen die hier so einen komischen Umweg. Ah. Ja, na gut. Das macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Ich glaube, das wird mehr kosten, das aufzumachen, als das wir, ne? Ja. So, die letzten beiden da noch. Nee, die letzten drei noch. Noch einer, okay. Wie viel Öl zieht ihr denn da noch raus, obwohl es gar kein Öl mehr gibt? Was ist das denn? Hallo? Ach komm. Okay, ja, wir haben alles Öl verkauft. Bekommen. Nee, haben wir nicht bekommen. Also muss man wirklich, also das, was da drin ist, auch noch rauskommen lassen? Ja, aber das hat ja gar nicht mehr aufgehört. Ah, na gut, okay. Ja, die 1000 haben wir dann leider nicht dafür bekommen. Ich dachte, das funktioniert. Aber no. Zwei verkauft im Durchschnitt, sehr schön. 19.000 Ausgaben, 61.000 gemacht. Das passt. Sehr schön, sehr schön. Ja, wieder viel mehr als alle anderen. Ich glaube, das brauchen wir uns nicht mehr angucken. Das tut den anderen ja nur noch weh. Grüße für den Scanner. Okay, 15.000. Was wäre das hier noch? Timer? Timer wäre vielleicht noch ganz cool. Achso, ja, hier gibt es nichts. Wie sieht es hier aus? Okay, also wenn wir welche übrig haben, können wir die verkaufen für so ein ganz bisschen Geld. Aber das ist ja nichts Nennwertes. Also 1.000 ist halt nichts, wenn wir pro Level so 70.000 machen. Wir machen das 70-fache von dem, was wir da... Also, ja. Vor allen Dingen... Ihr müsst ja auch bedenken, der Maulwurf, der das rausholt, kostet ja auch nochmal 100. Und wir müssen den ja auch erstmal finden. Also wenn wir dann noch einen Scan dafür aufopfern würden, der, sagen wir mal, ja oder ja, drei Scans, um so ein Ding zu finden, wird 300, dann wären es schon nur noch 600 Profit. Das ist halt super wenig. So. Ja, sieht aber sehr schön aus hier. Ich würde in die nächste Landauktion gehen und starten hier. Boah, so viel Geld für so ein schlechtes Feld. Aber das wird hier auch nur noch schlechter, oder? Hm, mal gucken. Wenn ich nochmal überboten hätte werden, dann hätte worden wäre... geworden wäre. Ach, weiß ich nicht. Kann kein Deutsch. Dann hätte ich das nicht nochmal genommen. Aber ja. So, spielen. Höher, bitte. Höher. Schade. Es läuft nicht. Aber es ist auch nur ein bisschen Geld. Also, so schlimm ist es nicht.
Right Ink, okay, rechts, ja. Gar kein Ölaustritt. Hm. Ja, nee. Wir starten einfach ins nächste Level. Right Ink, okay. Ja, nehmen wir auch direkt den Exklusivvertrag hier, würde ich sagen, oder? Ah, wir warten noch ein ganz bisschen. Das ist kein Öl, das ist Gas. Ah, das ist Öl. So, wir nehmen den Vertrag. Das hat alles einen Sinn, was ich hier mache. Ja, ja. So. Perfekt. Vier Pferde noch. Konnten wir uns holen. Das ist sehr schön. Und hier unten, das wird ja auch wahrscheinlich Öl sein, ne? Weil ansonsten wird er hier nicht rumwedeln. Wo er sein Öl gefunden hat, weiß ich nicht. Das muss ja richtig... Ja, aber er hat ja schnell gefunden. So müsste es ja eigentlich oben sein, ne? Hm. Naja, müssen wir gleich mal gucken. Wie der einfach hier nur rumsteht. Er hat gar keinen Plan, was hier abgeht. Okay, also tief sinkt das ja nicht. So. Mhm. 10 Pferde. Gucken wir uns den mal an und schicken unsere Maulwürfe schon mal los. Oh, da hatten wir kein Geld mehr für den kleinen Fratz. So, hier unten ist noch was, sehr schön. So, sieht auch noch größer aus, tatsächlich, sehr schön. Dann nehmen wir das da nochmal mit raus. Hier ist nochmal Gas, okay. Da ist auch Gas. Hier scheint gar nichts mehr an Öl zu sein, außer das, was er hier halt noch gefunden hatte. Hm. Ja, aber wo hat er das hier gefunden, ne? Da, okay. Ja, nicht ganz genug Geld dafür. So, ja, sehr schön. Hier scannen wir nochmal und... Ach, wir haben kein Geld mehr. Ach, Manu. Ich meine, wir können das hier verbinden. Wir müssen ja eh hier rüber gleich, aber weiß ich nicht, ob das so viel bringt hier.
unbedingt. I don't know. Okay, wir haben auf jeden Fall hier noch mehr. Sehr schön. Dann können wir den gleich auch nochmal vergrößern und dann... Obwohl, nee, müssen wir gar nicht, ne? Nö, müssen wir eigentlich gar nicht. Der anderen Seite scheint nichts mehr zu sein. Auf hier, also hier auf der linken Seite. Bitte mach mal ein bisschen schneller. Ich verschätze mich hier ein bisschen mit meinen Preisen. So. So. Dann schicken wir nochmal Leute los. Vielleicht finden die ja hier noch irgendwie was, aber ich bezweifle das sehr. Wir haben August. Ich weiß ja nicht, wie schnell die das lernen können damit tatsächlich. Deswegen, wir graden die nochmal ab. Einfach so. Aus Jux und Tollerei. Ja, der findet hier nichts mehr. Ich glaube, wir sollten das tatsächlich mit den Pferden speichern können, oder? Den restlichen Stuff hier. Jawohl, könnte knapp werden. Ich kann halt nur 5 Pferde kaufen. Und wenn die alle voll sind, dann wird's knapp. Ich würde halt gerne. Ich würde halt gerne hier hochgehen, wenn der nochmal steigen sollte. Achso, nee, stimmt. Ich habe ja mehr Pferde, ne, jetzt. Die ich mir kaufen kann. Okay, ja, dann warten wir auf einen besseren Preis. Okay. Es wird aber kein besserer Preis. Schade. Okay. Ja, dann war wahrscheinlich so $1 auch schon öfters dann der... Also ist eher so der Peak. Also das absolute Maximum, was es in diesem Jahr erreichen konnte, war eher so im Bereich von 1 wahrscheinlich. So. Dann verkauf mal alle. Ja, das lohnt sich halt echt nicht, hier irgendwie zu suchen für irgendwelche Sachen, ne? Weil wenn ich jetzt 3 Scans ausgebe, habe ich ja gesagt, wäre ja fast gar nichts mehr, was ich da an Gewinn mache. Deswegen, nö, ich lasse das mal. Okay, der Preis droppt jetzt wieder. Ja, na gut, ne? Aber die meisten Sachen eigentlich gut verkauft. Das brauchen wir ja auch nicht mehr öffnen. Das Gas sollte jetzt alles raus sein. Und wir sind fertig. Damit beenden wir vorzeitig nochmal ein bisschen. Ja, da, das hätte ich nicht gefunden. Okay. Nochmal 80.000 gemacht, sehr schön. Einnahmen 2,25.
17.000 ausgegeben. Ja, genau, guckt euch das an. Das wäre die ganze Zeit viel niedriger gewesen. Ja, okay, dann war das sehr, sehr gut, actually. Okay. Profit, wie sieht's aus? Ja, guckt euch das an. Sehr lecker. Die haben gar keine Chance. Für 400. 400 ist ja nicht mal. Also, für 400 kriege ich den gerade mal. Wenn ich ganz viel Glück habe. I don't know. So, stimmt. Hier haben wir alles. Wollen wir den Scanner noch kaufen? Wenn ich irgendwann mal einen richtig großen Scan brauche. Ja. Dann wird der noch gekauft. Auch damit wir hier alles einfach haben aus Flex. Und den Timer auch noch so. Schnelle Rohr vielleicht irgendwann anders mal. So, Landauktion. Was war denn das für ein Feld? Ein 33er. Oh, ist nicht so gut, ne? Dann gehen wir hier oben hin. Ja, doch. Trotzdem da. Okay. Gut. Drei Runden noch. Philipp. Ja, spielen wir. Wir sagen höher. Okay, ich habe echt kein Glück. Ich habe nur Pech einfach. Das ist schon. 5000 ist schon echt viel. Aber nehmen wir. Welches ist das? Right Ink. Sehr schön. Right Ink. Lässt mich nie im Stich. Ich hätte mir auch merken können, dass das hier bei dem so die Spitze da bei dem Dings ist. Und dann geht das. Aber na gut. Vielleicht weiß ich das ja jetzt für die nächsten Male, ne? Was hast du hier noch? Auch noch eins, sehr schön. Für 1,28 verkaufe ich liebend gerne. Das sieht doch richtig gut aus, der Preis. 1,30, der steigt sogar noch. Wie schön. So, Maulwürfe. Hier habe ich gar keine hingelegt, anscheinend. So hingesetzt. Gut, das Lava, da ist Gas. Hier ist nochmal Gas und hier ist Öl. Okay. Hier ist auch nochmal Öl und anscheinend ein relativ großes Öl sogar. Ja, machen wir mal so. Und so. Und tatsächlich holen wir dann auch noch mal hier das Öl dann. So. Das Magma, damit das schneller da rausgeschafft werden kann. Okay. Hier brauchen wir eine ganz lange Strecke. Gut, das ist da. Dann können wir den ja da rein tun. Oh, die sind auf Stein gestoßen. Das ist ja nicht so gut. Oh, wir haben hier den Quarz bekommen. So richtig random.
Machen wir mal so. Den dahin, den dahin. Und dann haben wir hier noch da. Neuer Tag, neues Öl in Amerika. Bim. Ja, so ähnlich. So. Das sieht sehr konfus aus hier, was das ist. Mal gucken. So, das sollte rausgehen können dann. Hier haben wir... Das ist ja ein größeres Rohr. Dann muss das hier noch ein größeres Rohr werden. Oh, hier noch Magma rein. Hier noch Magma rein, damit das noch schneller geht. Ich glaube, das lohnt sich für die 300 da. Vor allem, wir müssen so oder so hier nach unten noch. Und du hast hier was noch gefunden. Okay. Ja, dann sollten die halt auch noch behitzt sein. Beheizt? Ja, beheizt. Dann passt das besser. Wollen wir die noch größer machen? Ich weiß es nicht. Juli. Ja, doch. Einmal größer mindestens, glaube ich. Ich glaube, so wirklich bringt das mit der Hitze auch nur was, wenn nach dem Öl dann die Magma kommt. Weil sie dann das alles schön rauspusht. Ich glaube, wenn so wie hier, also das ist Magma, hier rüber, darüber und dann erst hier das, also zu dem Öl, das, die Verbindung das machen kann, dann ist es, glaube ich, gar nicht so gut. So, bei 1,25 wäre zwar so schön, jetzt schon zu verkaufen, aber das ist mir tatsächlich noch zu wenig. Deswegen lassen wir das mal. Ja. Gut. Ich würde sagen... Wir bauen hier noch ein paar Dinger hin. Noch ein paar Silos. Und das füllen wir dann noch auf. Und dann war es das auch schon mit dem Gebiet hier, glaube ich. Wir haben ja hier auch das Quarz gefunden. Das passt ja sehr gut. Achso, wir sind schon durch mit dem allen. Oh, okay. Ja, nee, der ist mir jetzt schon so weit am Rand. Das wird nichts mehr. So, okay, wir haben alles verbunden an Gas. Dann öffnen wir auch. Hätten wir das Geld dafür. Ja, ja, kommt, kommt. Ich, wow, ich habe echt viel verschwendet da gerade. Obwohl den nochmal, ah, den hätten wir auch später nutzen können, ne? Aber na gut, gucken wir mal, gucken wir mal. Ja, sollte ja doch sehr viel noch steigen. Ja, und dann verkauft mal. So. Gut, letzter Monat und
Wir brauchen schon gar nicht mehr spielen, wir verkaufen nur noch. Das sieht doch sehr gut aus. Wir haben bei so 3,35 verkauft. Sehr schön, wir haben 70 gemacht. Also fast im Profit. Und wir lassen den nochmal auf, damit hier alles entweicht, damit wir auch wirklich alles weg haben. Wir beenden das Level, haben sogar das Quarz gefunden. Das war doch eine richtig, richtig gute Runde. Sehr schön. Einnahmen für 2,30 verkauft im Durchschnitt. Oh, er ging aber auch wirklich hoch und runter hier. Ja, von dem Peak. Ja, dadurch, dass ich dann nochmal verkaufen musste, ist es halt leider wieder runtergegangen schon. Aber an sich sieht es nicht schlecht aus mit den Graphen. Vielleicht ausgeben hätte ich ein bisschen weniger können. Ja, ich glaube, weniger ausgeben wäre cool gewesen. Ne? 22.000 ist schon viel. So, wie sieht's aus? Ja, sehr schön. Wir sind einfach eine Großmacht. Niemand kommt gegen uns an. Nee, das ist einfach nur dumm. Also, auch wenn ich den dann super einfach gefunden habe. Aber ich verkaufe den doch nicht für 700. Das ist ja, also weiß ich nicht, das ist ja irgendwie super wenig. Ich verkaufe die ganz am Ende. Oder wenn ich Geld brauche oder so. Oder ich behalte die einfach, aber ey, ansonsten sehe ich das nicht ein. So. Oh, okay. Wir hatten tatsächlich das schlechteste Feld von allen. Interessant. Wie niemand hier hin will. Gut. Zwei Runden noch. Diese und die danach kommt. Philipp, erzähl. Los. Höher. Niedriger. Ah, schade. Okay. Was gibt's hier? Nee, und... Ah, nee. Nee. Ist auch Left Ink. Warte, wie viele Upgrades brauchen wir noch? Ja, okay. Es ist das letzte Upgrade. Okay, wir haben alle Upgrades von diesen drei Wagen hier. Jetzt gibt es hier nur Methods for Magma noch. 4 Upgrades anscheinend. Okay. Gut, dann starten wir direkt wieder rein in das nächste Level. Dann spiele ich nicht auf Exklusivvertrag anscheinend jetzt. Okay. Wie war das? Hier so irgendwie, ne? Nur ein Pferd. Ein bisschen doof. Aber na gut, was muss, das muss. Ach so, nee, warte mal. Wenn wir die Seite nehmen, würden wir hier Exklusivvertrag spielen, ne? Ja, na gut, dann war das eh gerade. Ja, na gut, na gut, na gut. Gut, verkauft doch mal bitte. So. Und wenn der nochmal ist, dann kann ich noch einen dritten verkaufen lassen, ja. Da, komm, jetzt. Boah, 69 ist halt, also nicer Preis, aber echt nicht viel. Wir hätten auch ja jetzt, weil wir nicht Exklusivvertrag spielen, können wir auch beide Seiten zählen. Aber da würde ich auch trotzdem noch warten, dass es noch etwas steigt. Will ich direkt nochmal einen Wünschelrundengänger losschicken? Nee, ich spiele direkt auf Maulwürfel gleich. Apropos Maulwürfel 2 können wir schon mal losschicken. Einfach oben. Einfach so ein bisschen die Area zu scouten.
Okay, Magma. Ja, der Preis gefällt mir viel mehr. Der ist viel besser. Gas, ganz hier oben. So, und dann sparen wir mal für unsere Maulwürfe, oder? Jawohl, gerade bei so einem guten Preis kann man noch mehr Pferde hinschicken zum Verkaufen, würde ich sagen. Ja, zweimal Gas direkt ganz weit oben, okay. Sehr interessant. Ja, man sieht, dass der Maulwurf sehr hier auf das Magma gegangen ist, ne? Weil hier oben hat er sonst leider gar nichts gemacht. Aber ist ja auch nicht schlimm, ne? Zumindest wissen wir, dass da jetzt dann Magma ist. Nur wir haben das halt jetzt schon gefunden, ne? Also jetzt die nächsten brauchen da nicht mehr hin. Das wäre Verschwendung. Gut, finden wir hier noch Öl? Ja, finden wir. Gut. Auch nochmal Gas, okay. Was? Ihr verkauft für 30 Cent? Was ist das denn? Das kann ja, also das ist ja fatal, ist das. Und ich muss sagen, irgendwie Left Ink sieht viel nicer aus vom Gas her. Nur ich will keinen Exklusivvertrag da machen, weil der Preis ist halt schon echt sehr weit unten manchmal, ne? Also okay, der steigt zwar auch sehr schön, aber ich will mir dann trotzdem offen behalten, wann ich da verkaufen will. Und ansonsten halt hier für einfach nur normales Geld. Ja, dann... Ah, es tut weh, aber muss, I guess. Okay, das kostet 500. Ja, okay, müssen wir dann gleich machen. Gut, gut, gut. Ah, die Preise sind so scheiße, wirklich. Das sind auch 200. Ja, komm, dann... Ja, das steigt gerade, ne? Okay. Wieso ist der kaum beschäftigt? Hier hängen drei Stück dran und das sind Zweierrohr und der ist kaum beschäftigt. Warum? Ist... Habe ich das Rohr nicht geupgradet? Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Okay, warte. Juni geht's nochmal hoch. September oder Oktober geht's dann nochmal hoch, schätze ich mal. Bis dahin sollten wir hier alles raus haben. Oder zumindest, ja, gefördert oder so. Ja, komm, verkauf mal eben ganz, ganz viel. Damit ich das Geld für den Rest, für das restliche hab.
Ja, doch, zwei können, glaube ich, noch weiter verkaufen. So, so. So. So, so. Okay, dann sparen wir uns auch noch ein Ventil. Ja. Gut, dann. Speichern wir mal den Rest hier rein und dann, weiß ich nicht, also das ist ja sehr wenig Öl hier irgendwie. Und dann machen wir jetzt auch den Vertrag. In der Hoffnung, dass es dann gleich hochgeht im... Ja, eher Oktober, November, ne? Nein, so. Ja. Ja, es geht wieder hoch, sehr schön. Gut. Und da ist es jetzt hier nochmal ein bisschen warten. Ah, da ist noch ein bisschen drin. Nee, jetzt ist er zu. Dann können wir den schließen und den hier öffnen. Oh mein Gott. Das war nicht gewollt, dass ich das noch aufmache da. Gut, der ist eh zu. Ja, okay. Und jetzt alle verkaufen. Ja, ich würde sagen, wir haben für den... Für, also so viel Öl, wie hier war, haben wir eigentlich ziemlich gut verkauft. Das lief eigentlich ganz gut. So, wir können einen Tag vorher auch noch beenden. Das bedeutet, dass wir hier... Oh mein Gott, da war noch Öl. Was? Was? Hier war ja noch so viel Öl. Oh mein Gott, okay. Habe ich... Oh, ich habe die Wünschelroutengänger vergessen, nochmal loszuschicken anscheinend. Oh, ja, das ist fatal. Da hätten wir noch einiges mehr rausbekommen können. Und Gas haben wir tatsächlich auch noch nicht mal alles gefunden gehabt. Ah, ja, weil der, den ich hier hingeschickt habe, ist zur Lava gegangen. Ah, nicht zum Öl. Ah, Gas meine ich. Sehr schade. Ja, vom Peak aus, sehr schön, ja. Vielleicht ein bisschen früher hätten wir noch anfangen können, aber naja. Ausgaben. Ja, doch. Ist nicht schlecht, würde ich sagen. 2,17 verkauft und Profit gemacht, fast 40.000. Ich würde sagen, ist nicht schlecht gewesen. Natürlich weniger, mehr als die anderen gemacht haben wieder. Und Methods von Magma? Nee, haben wir nicht mehr. Okay, dann im nächsten Gebiet gibt es dann wahrscheinlich wieder was. König, ja, das wird niedriger sein. Es wird höher sein. Schade. Oh, ich kann das auch nicht gewinnen, ne? Oh, nee, beide nicht. Cool. Das ist Left Ink. Ja, nee. Nee, nee, nee. Reduziere um 8%, nee. Okay, ja, nö, dann... Weiß ich nicht. Also, wir haben halt nichts mehr zum Kaufen, ne? Also, unser Geld bleibt tatsächlich so. Gut, dann gucken wir Landauktion rein. Hier, bitte. Oh. Ach so, ja, okay. Ja, 6.000. Doch, komm. Ah, nee, 5.000 nur. Ja, gut, dann haben wir das zumindest ein bisschen höher gegambelt. Ja, dann gehen wir hier hin. Nehmen wir den günstigeren Preis. Also 6.000 ist für die halt schon echt sehr viel Geld, ne? Weil die, wir machen ja auch nicht so viel Bonus, also nicht so viel Profit. Na gut.
So, dann wollen wir noch mal gucken. Okay, oh, spielen wir hier mit zwei Türmen? Oder wieder mit nur einem? Ich glaube, hier wird die Lagersituation nicht so interessant sein. Dass wir so viel Lager brauchen, weil das halt ein schlechteres Feld ist. Deswegen, ich glaube, das passt. So. Wow, er hat einfach nur den Platz gewechselt mit ihm. Was ist das denn? Ja, na gut. Hä, hier war das doch für drei, oder nicht? Ach, egal. So. Zwei sollten sich um das kümmern können. Dann drei noch für den. Ja, dann sagen wir mal vier für den. Sehr schön. Exklusivvertrag will ich noch nicht machen. Der steigt ja. Ja, der steigt jetzt und der sinkt. Gut, dann werden wir schon mal Dings bauen. So, der eine verkauft dann noch. Okay, Maulwürfe. Okay, Magma haben wir schon mal gefunden. Gas, nochmal Gas. Oh, wir haben Gold gefunden. Hat er direkt mitgenommen. Okay, sehr schön. Okay, wenn man so ein bisschen lucky ist, dann kriegt man die direkt. Okay, ist schon mal sehr schön. So, aber jetzt frage ich mich tatsächlich. Also wir haben hier einmal und wir haben hier einmal. Aber das war es auch noch nicht mit dem Öl, oder? Das wäre schon sehr wenig hier. Aha. So. Da soll noch was sein? Da, oder wie? Ja, okay. Machen wir mal so. Okay, du hast hier auch noch was gefunden, anscheinend. Ja, der ist nochmal ein bisschen größer. Okay. Da steigt wieder, hier sinkt wieder. Okay. Schicken wir nochmal zwei los. Und dann schicken wir hier gleich einen los. So.
Oh, was ist das hier unten? Oh, das ist auch noch Öl. Okay, ja, dann, das wird halt jetzt interessant. Vor allem auch mit dem Stein hier. Ja, okay, ja, müssen wir kaufen, leider. Müssen wir leider kaufen, okay. Okay, sehr schön. Ja, müssen wir die auch verbinden eigentlich, oder? Eigentlich schon. Das wären 300 und das wären 500. Aber dann würde hier halt auch noch mehr Hitze. Heat wollte ich sagen. Lang gehen. Okay, dann machen wir das so und dann so. Dann so. Das ist der von Naruto. Sorry. So, ja, noch ein neues Silo wäre halt auch praktischer eigentlich gerade. Obwohl, er steigt ja auch gerade wieder. Gut, dann ist das alles verbunden. Das ist wahrscheinlich günstiger. Ja, okay. Das macht auch mehr Sinn. Dann verkauf noch mal ein bisschen. Rest wird wahrscheinlich jetzt gleich gespart. Also danach dann halt, ne? Ja. So, den Schatz haben wir schon. Ich glaube auch nicht, dass hier noch was ist. Und jetzt mit den restlichen Leuten reicht das eigentlich, was da ist. Ah, wir haben September. Wir müssen eigentlich jetzt schon pullen. Ansonsten geht der halt jetzt runter und dann ist er so lange so niedrig. Aber ich glaube, ich muss mal mit dem niedrigen Preis den dann einfach in die Höhe treiben. Wenn ich jetzt schon anfange, kann ich den halt nicht mehr mitnehmen, ne? Ich lasse mir mal die Seite noch offen. Weil hier wird der Preis halt gleich, wenn ich mehr rausgezogen habe, halt noch besser sein wahrscheinlich, ne? So, der Typ geht, okay. Nee, der sinkt auch. Jetzt sinken beide. Was ist das denn? Das sehe ich ja gar nicht gerne. Und du müsstest eigentlich mal ein bisschen mehr Speed hier drauf kriegen. Okay, warte mal. Wir können ja hier schon mal schließen. Das schon mal aufmachen. Ja, und das... nichts. Oh, nee, warte, das... da brauchen wir schnell das Geld. So.
Okay, dann verkaufen wir alle. Und das Level ist vorbei. 5000 gemacht. Für 2,14 verkauft. Ja, das sieht gut aus. Also das sieht nicht sehr schön aus. Das ist relativ doof. Okay, blau wäre dann gerade gestiegen, aber das konnte ich dann halt auch nicht mehr riechen, ne? Also, ja. Und Ausgaben? Ja, doch. Ja, sehr gut eigentlich. 19.000 ausgegeben. Dafür, dass es halt so ein schlechtes Feld ist, ist das ganz in Ordnung. Und damit war es das auch für diese Folge. Wir haben nochmal ordentlich was an Profit gemacht. Wir haben... Wow, wir haben so viel mehr Geld als die anderen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn wir in das zweite Gebiet kommen können. Und dann wahrscheinlich, ja, die nächsten Methods for Magma Upgrades bekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und tschüss.